Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Die letzte Episode war ein bisschen kurz. Darum versuche ich jetzt mal die 15 Minuten voll auszuschöpfen. So, warte, die Kammer heißt Rig-Raum, also Anzugraum für unseren. Unser Anzug ist doch die Rig. Jetzt einen neuen Anzug, das wäre ja cool, dann hätte ich den nicht aufmotzen müssen. Aber wir haben ja noch sehr schön. Und ich finde noch ein paar andere Energieknötchen. Toll, hier ist gleich ein Speicherpunkt. Ach, hätte ich noch vorher auf die Map geguckt, dann hätte ich die andere Episode noch ein wenig länger machen können. Egal, ich wusste nicht mehr so, wie lange ich schon aufgenommen hatte. Hatte ich alles ein bisschen gestürzt. Jetzt ist ja hier ein schöner Shop. So, was hier kaufen wir denn mal? Auf die Munition von der einen Waffe und kaufe mir lieber ein bisschen was an Energieknötchen. Ja. Die Rig könnte jetzt wieder Luft. Nö, nehmen wir Impulsgewehr. Schaden. Schaden, desto besser. So. Okay. Aus einem Grund ist das Schürf unter der Grundlein, Isaac. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. So, also können wir. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir müssen eins. Ja. Gehen wir da erstmal zur Verarbeitung. Ah, wenn das schon so ein schönes. Ja, genau. Wenn es ein so großer Aufzug ist. Ihr Tempo, ich habe Elizabeth gefunden, aber in dieser gottverdammten Bucht ist nicht ein einziger raumtauglicher Flieger. Jacob, beeil dich, wir müssen einen Sender finden. Es muss hier irgendwo einer sein. Mann, ich hasse diese kleinen Mistviecher. Mann. Mann, 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 Mann. Nervig. Hat mal jemand mitgezählt, wie oft ich schon jetzt gestorben bin? Ihr Tempo, ich habe Elizabeth gefunden, aber in dieser gottverdammten Bucht ist nicht ein einziger raumtauglicher Flieger. Jacob, beeil dich, wir müssen einen Sender finden. Es muss hier irgendwo einer sein.
weg. Oh ja. Also ich muss sagen, die Dinger werden immer penetranter. Ich wette, hier kommen dann auch wieder diese komischen Fledermaus-Dinger und infizieren die Leute hier. Ja, darauf kann ich wetten hier. So, speichern wir. Ja, Kapitel 7 ins Leere. Oder? Nehmen wir dort Gefahr für die Umwelt. Können wir mal so eben gespeichert. So. Schön. Sie sind noch gerade herzlich wenig. Logbuch des Abbaudecks. Huhu. Ja, wer es lesen möchte, einfach Pause drücken, dann kriegt er das schon hin. Toll. Das Zeug haben. Entritt Schwerelosigkeit. Die Tür zur Weiterverarbeitung hat eine Notfallsicherung. Sie wird sich nicht öffnen lassen, bis die Schwerkraft wiederhergestellt ist. Das kannst du aber nicht, bis diese Steinbrocken darauf sind. Vielleicht kannst du sie mit deiner Chinesewaffe in den Schwerkraftstrahl befördern. Anomalie zerstört. Was ist wo? Da. Was ist denn? Gar nicht so viele Gliedmaßen, die ich jetzt gerade abgeschossen habe, eigentlich. So. Aber was denn noch? Mann. Ich muss eigentlich nicht. Hier komme ich dann noch hin. Ah, hier muss ich einen Energieknoten einsetzen, damit ich da hinkomme. Toll. Ich habe aber gerade keinen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich selber in diesen Strahl da reingerate. Dann schon mal ein Problem. Zerstört.
Erinnerung. Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Okay, was ist jetzt hier? Da ist noch. Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Du hast doch gerade gesagt, fertig. Naja, ich muss noch rüber, ne? Gefahr, Gefahr! So. Vielleicht muss der Schalter. Da ist der Schalter. Na! Schwerkraft wiederhergestellt. Zugang zum Kontrollraum erteilt. Sound hat's gegeben. Was war das denn? Was hat er mich denn jetzt erwischt? Mann, 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 Mann. So, nochmal hier schnell schauen, was das alles fallen gelassen hat. Ah. So, und hier draußen war doch irgendwo kein Speicherpunkt. Na gut. Mit den Einstellungen. Oder? Ist da hinten ein Speicherpunkt? Nö. Ja, gut. Mit den Einstellungen möchte ich die Episode beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß bei der nächsten Episode. Euer Jesus.